Hi, heute geht's mal wieder um was Bike-typisches. Drehzahl hoch, wenn das Rad runterkommt, dass die Karre nicht verrückt. Luft am Lassen bringt was, hast du mir jetzt bewiesen. Heute ist die Orangene mit Ölwechsel dran und bei der Gelegenheit werde ich gleich noch die Bremsflüssigkeit wechseln, weil das ist nämlich wichtig. Ehrlich gesagt habe ich die schon seit einem guten Jahr nicht mehr gewechselt. Bei so Wettbewerbsmaschinen macht man das eigentlich schon häufiger. Hier, bei dieser Schraube haben wir vorne einen Magneten dran und da seht ihr schon, wie die ganzen Späne aufgefangen wurden. Der sauber machen, bevor man es wieder verbaut. Man muss natürlich mit einer Stelle putzen, wo keine Metallspäne sind. Der Kupferring, der kommt dann auch wieder mit drauf. Für sowas empfehle ich auch immer, das Handbuch dabei zu haben. Und wenn nicht, kann man es sich online runterladen. Das gibt es auch für Suzuki und Co. Jetzt haben wir die Ölablassschraube rausgelassen mit der Dichtung und dem Magnet. Jetzt kommt die Verschlussschraube mit Getriebeölsieb und O-Ring. Die ist unterm Fahrzeug. Glück, alles eine 13er Nuss. Da brauche ich meinen Leatherman. So, jetzt habe ich alle Teile ordentlich gereinigt, sauber gemacht. Auch um die Schraubenfelder drumherum wieder alles sauber gemacht, um die Gewinde und so vorsichtig nicht den Dreck reinreiben, sondern von innen nach außen. Geht's wieder ans Zusammensetzen. Und wir fangen mit der Verschlussschraube mit Getriebeölsieb, die unten reinkommt, wieder an. Gummiringe mache ich wie beim Ford. Schreibe ich noch vorsichtig mit einem Ölfilm von dem alten Öl ein, damit die wirklich gut abdichten. Vorgabe ist 19 Newtonmeter zum Festziehen. Da ich gerade meinen Drehmoment schlüsse, wo ich das Drehmoment einstellen kann, nicht da habe, greife ich einfach meine Ratsche, weil für 19 Newtonmeter sehr wenig sind, einfach direkt hier oben und mache es halt handfest. Jetzt ist das Motorölsieb dran, dass das eingeführt wird. Wieder die Verschlussschraube mit der Dichtung nicht vergessen, dass man sie leicht wieder mit dem alten Öl benetzt. Ich habe mich jetzt entschieden, doch mal das Stativ nicht mehr zu nutzen. Das Getriebeölsieb ist mit der Schraube hier fest. Alles sind übrigens alles 13 mm Schrauben und hier war jetzt das Motorölsieb, habe ich hier reingeschoben. Das längliche war das. Da wird die Verschlussschraube vom Motorölsieb wird auch wieder mit 15 Newtonmeter festgezogen. Sagen es fest. So, als nächstes kommt die Ölablassschraube mit Magnet und neuem Dichtring. Okay, ich nutze den alten. Montieren und festziehen. Vorgabe dafür sind 20 Newtonmeter. Das ist diese hier. Das wäre dann diese hier wieder mit dem Magnet. Und die wird hier direkt neben dem Motorölsieb wieder verschraubt. So, nun sind wir beim Ölfilter angekommen. Okay, unseren Ölfilter haben wir hier mit den zwei Schrauben. Ja, 8 mm. Den Deckel mache ich natürlich auch gleich wieder sauber, weil es ein ganz schönes Gefummel ist, den Ölfilter rauszukriegen, weil man nicht links und rechts daneben greifen kann, um ihn rauszuziehen und er hinten wahrscheinlich auf so einer Gummidichtung liegt, habe ich mir jetzt hier eine Schraube geholt und mein Plan ist jetzt hier die Schraube reinzudrehen. So, zack. Tja, so kann man das machen. Unseren neuen Ölfilter haben wir schon hier. Hier auf dieser Gummidichtung hinten sitzt er hinten immer drauf und hält sich halt ziemlich gut fest. Auch den Bereich machen wir jetzt wieder gründlich sauber. Da drin sieht immer alles noch so wie neu aus, weil es halt sicher verschlossen vor den Außeneinflüssen. Sieht immer aus wie neu. Alter O-Ring. Kommt jetzt wieder hier auf unsere... Ah, das ging ja super. So, jetzt wollen sie nämlich was Verrücktes bei KTM von uns. Und zwar sollen wir diese Öffnung hier zu einem Drittel mit Öl befüllen. Dann befüllen wir den Ölfilter noch mit Öl, stecken den rein und können es zuschrauben. Neues Motoröl, was heißt neu, das habe ich schon eine ganze Weile, aber es ist verschlossen, daher mache ich mir keinen Kopf. Crosspower von Motorex, ist auch empfohlen für KTM. Das ist ein 10W50.
Ja, das war auf jeden Fall ein gut gemeintes Drittel. Öl wird das jetzt halbwegs voll. Zack. Und auf die Dichtung drücken. Was eigentlich ziemlich perfekt ist, noch nichts rausgelaufen. Kommen wir wieder mit unserem Deckel und unsere Schrauben. Die tunke ich einfach einmal in das alte Öl. Die werden jetzt nur mit Vorgabe hierfür sind nur 6 Newtonmeter. Gut, die sind fest. Jetzt können wir sie wieder aufrichten. Nun machen wir nochmal drumherum und um jede Schraube, die wir offen hatten, alles sauber, alles frei von Öl, damit wir eventuelle Öllecks finden, wenn wir jetzt wieder das Öl auffüllen. Wir müssen hier die Einfüllschraube am Kupplungsdeckel entfernen. Jetzt sollen 1,5 Liter Öl ins Motorrad. Ich habe jetzt schon so 90 Milliliter beim Ölfilter eingefüllt. Wir haben hier unser Guckfenster, wo wir dann das Öl sehen sollten. Da sieht man, hier seht ihr den Ölfilm. Jetzt wäre sie so relativ vage. Deswegen würde ich gar kein weiteres Öl erstmal weiter reinschütten. Jetzt starte ich sie mal, lasse sie ein Stück laufen. Bei abgestelltem Motor, wenn das Öl dann warm ist, schaue ich dann nochmal, wie der Ölstand ist. Und wenn es dann passt, sind wir schon fertig. Ich habe jetzt tatsächlich noch die letzten 200 Milliliter reingefüllt. Jetzt haben wir gut 1,5 Liter hier drin. Und jetzt lasse ich sie nochmal ein Stück laufen.